Und da sind wir wieder. Zur Mutter aller Derbys. Zur Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Das letzte Achtelfinale des Tages steht auf dem Programm. Müssen wir kurz mal aufpassen hier. Kleiner Anschlag auf die Technik. Schalke ja eine gute Vorrunde gespielt. 7 Punkte aus 4 Spielen. Die Dortmunder hingegen nur 4 Zähler geholt. Haben trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen. Haben das immer wieder gut gemacht. Die Punkteausbeute allerdings nicht so gut. Beim Vorjahresfinalisten und auch beim Finalisten des Turniers von vor 2 Jahren. In den letzten beiden Auflagen ja jeweils gegen den ersten FC Köln im Finale unterlegen gewesen. Das wird es in diesem Jahr nicht nochmal so geben. Die Kölner ja ausgeschieden gegen Fortuna Düsseldorf. Erste Möglichkeit für die Schalker. Der Keeper versucht zumal nächste Chance. Und Lattentreffer kommt da vor der Linie wieder auf. Deshalb kein Tor für den FC Schalke 04. Und dann das Zeitspiel von Daniel Dudek. Keeper der Dortmunder. Und die gute Freistoßmöglichkeit für die Schalker. Direkt von der Strafraumkante. Abgelegt, Schussmöglichkeit. Geht aber am Kasten vorbei. Aber sie behalten den Ball. Dann allerdings Foulspiel gepfiffen und die Kölner wechseln. Nicht die Kölner, pardon. Die Dortmunder natürlich. Komplett. Nicht nur die Feldspieler werden getauscht. Auch der Keeper wird durch den 5. Feldspieler ersetzt. Gute Möglichkeit. Nach dieser Ecke, Flanke kommt er rein. Gerade so geklärt von den Schalkern. Bauen das Spiel jetzt hier auf mit ihrem Keeper. Einsatz an der Bande. Fast der Ballverlust. Dann der lange Ball. Der Dortmunder. Gut verteidigt von den Schalkern. Ihrerseits jetzt vielleicht der Konter. Nein, auch abgefangen. Und deshalb die Umschaltmöglichkeit für Dortmund. Schuss. Knapp vorbei nach Schuss. Klasse Parade von Phil Lenuweit. Ist wieder rechtzeitig da. Und bewahrt seine Mannschaft vor dem Rückstand auf der anderen Seite. Auch hier, klasse Aktion von Daniel Dudek im Kasten des BVB. Ball bleibt im Spiel. Dortmund wieder. Wieder abgeblockt. Spielen ja beide Mannschaften in der Westfalenliga. Die Schalker da einen Platz vor den Dortmundern auf Platz 2, die Dortmunder auf Platz 3. Das ist ja für beide das höchste der Gefühle, die Westfalenliga.
bei den B-Junioren. Kommt danach nur noch die Bundesliga und da spielt die U17 beider Mannschaften. Tabellenführer ist dort die U17 des SC Paderborn. Aber wie gesagt, hier eben mit der U17 in der Westfalenliga. Schalke und Dortmund jeweils mit der U16. Mal ein bisschen Platz auf der linken Seite. Und das Foulspiel von Jona Husek. Zieht da seinen Gegenspieler am Trikot. Abschluss des Keepers hier weit drüber. Trifft da fast die Anzeigetafel. Ja, so richtig Derby-Charakter hat das hier noch nicht. Im letzten Achtelfinale des Freeway Cup 2020. Auch noch nicht das allergrößte Tempo drin in dieser Partie. Man merkt hier beiden Mannschaften an, dass sie keine Fehler begehen wollen. Und das wirkt sich dann leider ja meist auch auf die Qualität des Spiels aus. So auch in diesem Fall. Jetzt vielleicht mal gut durchgesetzt vom Kapitän der Dortmunder. Und das 1:0. Michel Ludwig, der Captain, macht's. Lässt da einen Gegenspieler aussteigen. Und das gefällt Willi Landgraf natürlich gar nicht. Der Rückstand für sein Team. Hier sehen wir es nochmal. Lässt da einen Gegenspieler aussteigen. Und dann der trockene Abschluss aus 12 Metern. Keine Chance für Leno. Weit im Kasten. Nächste Möglichkeit für die Dortmunder. Henry Blank. Sieht er, dass der Keeper ein bisschen zu weit aus seinem Kasten herausgekommen ist. Versucht es da mit dem Heber. Allerdings zu ungenau gezielt. Oh, Fehler von Leno, Weitmöglichkeit. Nein, das gibt's ja nicht. Jona Husek aufs leere Tor. Trifft er nur den Pfosten. Riesenchance zum 2:0. Und im Gegenzug der Ausgleich. Eren Özat mit dem Tunnel zum 1:1. Tankt sich da gut an der Bande durch. Richtig gut gemacht. Und dann der Abschluss aufs kurze Eck durch die Hosenträger von Daniel Dudek. So kann es doch jetzt weitergehen. Harter Einsatz da an der Mittellinie. Da hat es mal ordentlich gekracht. Zwischen Phil Mehn und Emmanuel Guampi. Zack. Eieieiei. Zu spät mit der Schulter gegen den Kopf. Da kann man auch mal über 2 Minuten nachdenken. Abschlussmöglichkeit des Dortmunder fünften Feldspielers. Leno Weidt ist aber da. Kann parieren. Gute Balleroberung da der Schalker. Aber auch gut zurückgearbeitet von den Dortmundern. Und dann abgefälschter Schuss. Geht über den Kasten. Eckball für Schalke.
Schnell gespielt. Gerade noch so und jetzt die Schocks. Iamfi. Eben noch mit seinem harten Einsteigen im Fokus gewesen. Jetzt die gute Möglichkeit für die Nummer 7 der Königsblauen, die ja heute in Weiß auflaufen. Aber nicht genau genug gezielt und so bleibt sie weiter beim 1:1. Wieder Giampi da. Ziemlich ruppig, wie er da zu Werke geht. Mit offener Sohle gegen den Keeper, allerdings nicht abgepfiffen. Zeitspiel. Der Freistoß da oder den Einkick nicht schnell genug ausgeführt und somit Ballbesitz für die Dortmunder. Also mittlerweile ganz schön Hitze drin in der Partie. Da steht nicht nur Schalke Dortmund drauf, da ist auch Schalke Dortmund drin. Immer wieder hier Emanuel Giampi. Jetzt gibt es die Ermahnung gegen die Bank der Dortmunder. Von Schiedsrichter Eugen Fritz vom FC Preußen Espelkamp. Schussversuch von Filenu Weid. Kommt allerdings nicht durch. Dadurch Ballbesitz für die Dortmunder, die aus diesem Angriff aber auch kein Kapital schlagen können. Und dann der Freistoß für die Schalker. Die das Ganze hier nutzen zum Wechseln. Tauschen einmal durch. Schalke bringt den 5. Feldspieler. 3:20 vor Ende der Partie. Jetzt mal die Überzahlmöglichkeit. 4:2 und der Ballverlust. Auf der anderen Seite jetzt Überzahl. Jona Husek. Macht es da allerdings nicht gut. War allerdings abgefälscht. Ecke bringt nichts ein. Hingegen Kontermöglichkeit für Schalke. Erster Schuss gehalten. Nachschussmöglichkeit. Und dann nehmen sich die beiden den Ball weg. Nicht gut gemacht. Und das wird bestraft. Und das wird bestraft vom BVB. Henry Blank mit dem Treffer. Willi Landgraf nimmt ihn, gibt sofort Anweisungen, wie es weitergehen soll. Schlampig gemacht in der Offensive. Nehmen sich die beiden Spieler den Ball gegenseitig weg beim Abschluss. Und im Gegenzug dann der Treffer für die Dortmunder. Jetzt vielleicht nochmal Schalke. Und Schalke ist da. 2:2. Romeo Ferreira. Schön freigespielt. Dann aus spitzem Winkel. Genau an den Innenpfosten und rein. Gibt es den Freistoß für die Schalker. Und die Dortmunder nutzen das, um den etatmäßigen Keeper wieder in die Partie zu bringen. Und die Führung für Leno Weid. Mann, war das wichtig. Der Keeper ist erfolgreich. Schaltet sich mit ein
Und dann aus 10 Metern keine Chance für Daniel Dudek. 3:2 und der nächste Konter läuft. Giampfi, oh, starker Übersteiger da. Giampfi und Jona Husek. Aber die Schalker bleiben am Ball. Abschlussmöglichkeit. Erstmal geblockt. Hier sehen wir es nochmal. Den schönen Abschluss des Schalker Keepers. Aber Dortmund mit der Riesenmöglichkeit. Mengo zielt zu hoch. Und deshalb weiter die Führung. 30 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Schalke mit Ballbesitz, Schussmöglichkeit. Ist der Keeper da. Und Dortmund muss jetzt draufgehen. Die müssen hier Alarm machen. Gibt den Einwurf, den Einkick. Ist nochmal abgelegt. Fünfter Feldspieler schon die ganze Zeit. Natürlich dabei. 14 Sekunden. Das ist in der Halle noch eine Menge Zeit. Aber sie müssen natürlich vors Tor kommen. Mengo versucht da den Ball quer zu legen. Nachschussmöglichkeit. Und der Ausgleich. 2 Sekunden vor Ende der Partie ist es Jona Husek. Unfassbar. 3:3. Und das war's. Was ein Finish. Wir gehen schon wieder ins 9-Meter-Schießen. Hier sehen wir es nochmal. Erst der Schuss abgeblockt. Landet dann irgendwie bei Jona Husek. Und der hat dann aus einem knappen Meter keine Probleme mehr, den Ball hier über die Linie zu drücken. Drei. Also zwischen den beiden Mannschaften. Da schwören sich die Jungs jetzt natürlich ein. Das ist natürlich vom Kopf her auch was ganz Besonderes, wenn man hier so kurz vor Schluss, quasi mit der Schlusssirene, nochmal zum Ausgleich kommt. Und da macht Müller jetzt auch nochmal Stimmung in der Halle. Und die wollen die Jungs von Borussia Dortmund. Die sind hier heiß. Die wollen hier noch nicht nach Hause fahren. Das dritte 9-Meter-Schießen des Turniers. Da werden noch mal alle abgeklatscht von Müller. Und die Schalker legen hier vor. Gianluis Di Fine müsste es sein. Langer Anlauf. Und drin. Das 4:3. Für den FC Schalke 04. Und jetzt der Keeper. Beziehungsweise der fünfte Feldspieler von eben. Niklas Düring. Gegen Phil Lenuweit. Und er trifft. Ganz starker Abschluss. Keine Möglichkeit für Lenuweit. Trocken, hart platziert.
genau ins Eck. Und der erste Schalker verschießt. Emanuel Giampi. Viel zu unplatziert. Kommen natürlich sofort die Mannschaftskameraden zum Trösten. Die große Chance für den Dortmunder Kapitän, Michel Ludwig. Und er trifft. Lenu weit auf dem Weg in die falsche Ecke. Und somit ohne Chance. Und der hat jetzt schon richtig Druck. Und er trifft. Er behält die Nerven. Anlauf kurz verzögert. Und dann der Treffer. Lukas Koritowski. Jonah Husek. Wird er hier zum Helden? 2 Sekunden vor Ende der Partie hat den Ausgleich gemacht. Und jetzt schießt er seiner Mannschaft ins Viertelfinale. Borussia Dortmund besiegt den FC Schalke 04 mit 6:5 nach 9-Meter-Schießen. Und damit haben wir alle Achtelfinalpartien hier über die Bühne gebracht. Wir sehen uns gleich wieder.